Einen wunderschönen guten Morgen. Essendorf, grüße Sie herzlich. Unser Gegner ist mit der Fraktion. Er wird uns erklären, warum das nicht immer. Und ich habe von den Kongressen her mehr die der Parteiverein stehen als der Partei des Frank Schäffler. Aber Sie haben in einer entscheidenden Sache unterschiedlich gehandelt, nämlich beim ESM und beim Fiskalpakt. Und wir würden uns freuen, wenn er darauf eingeht. Und ich wünsche viel Spaß mit Frank Schäffler. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung nach Köthen. Mein erster Besuch hier in dieser, wie ich finde, sehr schönen Stadt mit viel Tradition. Das gefällt mir. Aslan hat mich eingeladen zu diesem Kongress, weil er meinte, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn Sie auch meine Sicht der Finanzkrise, der Eurokrise und von Europa erfahren. Und das versuche ich auch heute Morgen Ihnen darzustellen. Ich will da so ein bisschen einteilen. Ich habe so zwei Botschaften, die ich rüberbringen will. Der eine Botschaft ist, wie ich Europa sehe, wohin der Zug hingeht, wo er fatalerweise hingeht, wo ich ihn aber als Idealbild eigentlich sehen würde. Und das Zweite ist das, was wir weltweit im Finanzsystem anrichten und welche Folgen das haben wird und was vielleicht auch eine Lösung dann sein könnte. Beginnen möchte ich mit der Euro-Krise. Es geht in der Euro-Krise gar nicht um eine Währung, um den Euro, sondern es geht um eine viel fundamentalere Frage, nämlich um die Frage, welchen Weg soll dieses politische Europa gehen. Die einen wollen dieses Europa in eine neue Form des Zentralismus führen, in einen europäischen Superstaat. Und die verbinden das, mit so Begriffen wie ESM, EFSF, Eurobonds, Elitebonds, Bankenunion und so weiter und so fort. Aber die meinen immer das Gleiche. Sie wollen im Kern in einen neuen Nationalismus, in einen europäischen Nationalismus, dieses Europa führen. In ein zentralstaatliches Europa uns führen. Aber sollen sie nicht demokratisch machen, indem sie uns alle fragen, per Volksabstimmung oder so, sondern die wollen das durch die kalte Küche machen, indem sie Fakten schaffen. Sie nutzen diese Finanzkrise, um ja, einen großen Schluck aus dieser Zentralismuspulle zu nehmen. Und hinterher sagen sie, naja, jetzt sind wir schon so weit gegangen, jetzt müssen wir ja, die Nationalstaatlichkeit auf der dezentralen Ebene aufheben und eine neue Nationalstaatlichkeit schaffen. Im Kern eine nationalistische Bewegung, die wir aktuell in Europa haben. Das ist aber nicht meine Vorstellung von Europa, sondern ich will ein Europa des Rechts, der Rechtsstaatlichkeit und der Marktwirtschaft. Das heißt, derjenige in Europa, der Risiken eingeht, als Investor, als Bank, der muss für sein Risiko haften, der muss die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Der darf das nicht sozialisieren auf uns alle, auf den Steuerzahler, auf den Sparer. Aber genau das findet in dieser Finanzkrise statt. Ja, die Banken sagen, wir sind systemrelevant. Wenn wir pleite gehen, dann geht die Welt unter. Und mit diesem Erpressungsversuch agieren sie seit Beginn der Finanzkrise 2007. Ich weiß noch, als 2007 die IKB, die Industriekreditbank in Düsseldorf, pleite ging, da hieß über Nacht, da hieß es, ja, Mensch, wenn die pleite geht, eine halbstaatliche Bank, in der der Bund mit maßgeblich beteiligt ist, großer Mittelstandsfinanzierer, ja, dann hat das solche weitreichenden Folgen, die müssen wir schnell retten. Hat man das gemacht, hat sie gerettet, dann kam Lehman, dann kam die IKB, dann kam die HE, da kamen die ganzen Landesbanken und so weiter und so fort. Ja, ist da nicht besser geworden, diese Rettung,
sondern die hat sich eigentlich wie ein Wurm immer weiter ins System gefressen. Ja, die Korrektur hat nicht stattgefunden, sondern ja, diejenigen, die Risiken eingegangen sind, die sind immer stärker Risiken eingegangen. Sie haben immer stärker darauf gehofft, dass, wenn es schief geht, ein anderer für sie haftet. So, und jetzt glauben wir, dass wir mit dieser Art der Politik diese Krise lösen können. Und das glaube ich halt nicht. Ja, sondern zu einer Marktwirtschaft, wenn sie funktionieren will, dann gehört die Haftung dazu. So wie in Köthen auch. Ja, wenn hier ein Handwerker in Köthen keine Aufträge hat, was passiert dann? Ja, dann ist er irgendwann pleite. Nicht nur er, sondern gegebenenfalls seine Familie und seine Mitarbeiter mittelbar auch. Ja, sie müssen sich auch einen neuen Arbeitsplatz suchen, den sie vielleicht nicht finden. Das heißt, das ist ein tragendes Element einer Marktwirtschaft, dass derjenige, der Chancen auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite auch die Gefahr immer hat, dass es schief geht. Aber das ist durchaus etwas Sinnvolles in einer Marktwirtschaft, denn alle anderen Marktteilnehmer verhalten sich anders dann. Wenn sie sehen, dass einer wesentliche Fehlentscheidungen gemacht hat oder über seine Verhältnisse gelebt hat, ja, dann verhalten sich alle anderen anschließend anders, weil sie das in Augenschein genommen haben. Das heißt, wenn man dieses Prinzip außer Kraft setzt, dann setzt man die Marktwirtschaft außer Kraft. Dann ist es keine Marktwirtschaft mehr. Und genau das machen wir in Europa. Wir setzen die Marktwirtschaft außer Kraft. Aber wir setzen nicht nur die Marktwirtschaft außer Kraft, sondern wir setzen auch das Recht außer Kraft. Denn das, was wir jetzt erleben, ist eigentlich ein fortgesetzter Rechtsbruch. Nicht nur ein fortgesetzter Rechtsbruch, sondern ein kollektiver Rechtsbruch. Denn das, was wir erleben, ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das verfolgt ja die europäische Geschichte, die jüngere, und insbesondere die Geschichte des Euros, ja, seit Beginn an. Es haben sich Länder mit gefälschten Zahlen in den Euro gemogelt, haben die Regeln fortgesetzt gebrochen, sind quasi bei Rot über die Ampel gefahren und hinterher sagen sie, die anderen sollen die Strafzettel bezahlen. Und das ist Solidarität in deren Augen. Ja, sie sind quasi verschuldet, selbstverschuldet in Not geraten. Es war keine Naturkatastrophe, nicht ein Vulkan ist ausgebrochen, sondern sie haben einfach über ihre Verhältnisse gelebt. Und jetzt sagen die Finanzmärkte, wir glauben nicht, dass sie das zurückzahlen. Und weil wir glauben, dass sie das nicht zurückzahlen, wollen wir entweder mehr Geld haben für die Zinsen, die wir, für die Gelder, die wir ihnen leihen, oder sie sagen, wir geben ihnen gar kein Geld mehr. Und jetzt sagen die, das geht nicht, das ist sozial ungerecht. Deshalb brauchen wir einen Rettungsschirm. Ja, andere sollen das jetzt zahlen, andere sollen dieses Haftungsrisiko übernehmen. Das heißt, das, was passiert ist, ist ein fortgesetzter Rechtsbruch, denn eine Grundregel galt im Euroraum, dass keiner für die Schulden eines anderen Landes haftet oder für diese Schulden eintritt, die Nichtbeistandsklausel. Und diese Nichtbeistandsklausel, die korrespondierte eben mit den Maastricht-Kriterien. Aber die Maastricht-Kriterien, wenn wir ganz ehrlich sind, waren eigentlich immer das Misstrauen gegen die Nichtbeistandsklausel. Es hätte eigentlich die Nichtbeistandsklausel, die Maastricht-Kriterien gar nicht bedurft. Denn wenn man akzeptiert, dass Staaten und Banken pleite gehen dürfen, ja, dann ist das ja das schärfste Schwert. Dann ist das ja quasi die schärfste Schuldenbremse, die es geben kann. Aber man war von Anbeginn an misstrauisch und hat nicht geglaubt, dass es funktioniert. Und so ist es ja auch leider. Das heißt, das, was wir in Europa erleben, ist von Beginn an ein Rechtsbruch gewesen. Und er hat sich eben im Mai 2010 zu einem kollektiven Rechtsbruch verändert. Im Mai 2010 haben alle, die dagegen vorgehen könnten, gesagt, die Not ist so groß, die Welt bricht zusammen. Und deshalb müssen wir kollektiv das Recht brechen. Und bei einem kollektiven Rechtsbruch ist das Problem, wenn sie alle einig sind, dann passiert nichts. Das heißt, wir, sie, ich, wir können nicht dagegen vorgehen. Weil die, die dagegen vorgehen könnten vor dem Europäischen Gerichtshof,
machen es nicht. Die haben sich auf diesen kollektiven Rechtsbruch verständigt. So, jetzt glauben wir, dass wir auf so einer Situation ja eine Währung, ein politisches Europa aufbauen können. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann ein politisches Europa, für das ich auch bin, nur aufbauen, wenn es rechtsstaatlich ist, auch wenn es marktwirtschaftlich ist, wenn es demokratisch ist, wenn es freiheitlich ist. Nur dann kann man das machen. Und das haben wir eben nicht gemacht. Sondern wir haben im Mai 2010 gesagt, Griechenland muss unter einem Schuldenschirm, weil sie sich sonst nicht refinanzieren können an den Kapitalmärkten. Dann haben wir gesagt, Griechenland ist so ein kleines Land, das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Griechenland ist dann gerettet worden, in Anführungszeichen. Sind eigentlich Gläubiger gerettet worden, aber nach außen hin klingt es besser, wenn es dann die griechische Bevölkerung ist. Aber es hat nicht lange gehalten. Schon am Abend der Bundestagsentscheidung saßen die Finanzminister wieder zusammen und die Stadt vom Regierungschef und haben den nächsten Rettungsschirm, Schuldenschirm ins Leben gerufen, die EFSF. In der Summe mit 750 Milliarden Euro, mit anderen Maßnahmen noch dazu. Und da hieß es auch, kein Land soll unter diesen Rettungsschirm schlüpfen. Das ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, das ist nur eine Brandmauer. Hat auch nicht lange gehalten. Dann war Irland das nächste Land. Bei Irland hat man gesagt, die haben nur ein Bankenproblem. Die haben einen aufgeblähten Bankenapparat. Aber das Problem Irlands ist, dass die Schieflage von Irland dazu führt, dass die Anleihenrenditen der südeuropäischen Länder nach oben gehen. Und deshalb muss Irland jetzt schnell runter, damit die Südeuropäer niedrige Zinsen bezahlen müssen. Hat dann auch nicht lange gehalten, dann war Portugal das nächste Land. Und bei Portugal hieß es dann, der Instrumentenkasten reicht nicht aus. Wir brauchen einen umfangreicheren Instrumentenkasten. Die sollen auch Anleihen kaufen dürfen, soll auch nicht nur verbunden werden mit einem vorübergehenden Rettungsschirm, sondern wir brauchen einen dauerhaften Rettungsschirm. Naja, und das ist dann eben auch gemacht worden, eben mit dem ESM, mit dem Europäischen Stabilitätsmechanismus. Da hat man gesagt, wir müssen die Verträge ändern und wir brauchen jetzt einen dauerhaften Rettungsschirm. Das heißt, das, was an Brandmauern geschaffen wurde, hat nicht zur Beruhigung des Brandes beigetragen, sondern es waren eigentlich Brandbeschleuniger. Denn wenn man das nüchtern betrachtet, was ganz klein begann in Griechenland, ist ja im Kern zu einem Flächenbrand in Europa geworden. Nicht nur Griechenland, nicht nur Irland, nicht nur Portugal, sondern jetzt in Spanien, Zypern steht vor der Tür, Slowenien steht vor der Tür. Ja, Frankreich erfüllt seine Defizitkriterien nicht. Italien wählt aus Sicht der Eurokraten falsch. Also das heißt, all das, was stattfindet, hat nicht zur Beruhigung beigetragen. Sondern im Gegenteil. Es ist eigentlich immer schlimmer geworden. Und das, was an Maßnahmen ergriffen wurde, in Griechenland, in Portugal, in Irland ist nüchtern betrachtet auch sehr bescheiden, die Erfolgsbasis. Griechenland hat einen Wirtschaftseinbruch wie Deutschland zwischen 1928 und 1932. Ja, 25% Einbruch ihres Bruttoinlandsproduktes. Und trotzdem sind alle Probleme nach wie vor vorhanden. Ja, der Aufschwung kommt irgendwie nicht, sondern das Gegenteil findet statt. Es geht immer tiefer in den Keller. Die Steuereinnahmen brechen weg, trotz Steuererhöhungen. Ja, die Korruption ist nicht wirklich bekämpft. Und dann wählen die auch nicht so, wie die Eurokraten es wollen, sondern die wählen einfach, was sie wollen. Das geht eigentlich auch nicht. Und wenn nicht das richtige Ergebnis stattfindet bei den Wahlen, dann wählen sie halt nochmal. Und das passt dann auch nicht. Und das in Italien genauso. Die Wähler richten sich nicht danach, was diejenigen, die die Sünder in Anführungszeichen umerziehen wollen, tatsächlich wollen. So, und jetzt ist die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und ich glaube, da will ich Ihnen 5 Szenarien vorstellen, was ich glaube, wie es weitergehen wird.
beginnen mit dem Unwahrscheinlichsten. Das ist nämlich, dass die Regeln verschärft werden. Das wird nicht stattfinden. Eine der Regeln, die vereinbart wurde, war der sogenannte Fiskalpakt. Also, nach deutschem Vorbild sollten alle Euro-Länder eine Schuldenbremse nach deutschem Vorbild in ihre Verfassung schreiben. Haben das alle gemacht? Nee. Also, wir setzen es aktuell auch nicht richtig um. Ja, die Länder haben es blockiert. Insofern sind wir selbst da auch ein Stück weit Sünder aktuell. Aber Frankreich hat es nicht in die Verfassung geschrieben, Spanien hat es nicht in die Verfassung geschrieben, die haben Gesetze draus gemacht, aber haben es nicht in ihre Verfassung geschrieben. So, und wir glauben halt, das war ja quasi der Preis der anderen, damit wir dem europäischen Stabilitätsmechanismus zustimmen, wir glauben, dass das funktioniert. Also, dass man etwas in eine Verfassung schreibt und dann alle sich dran halten. Das ist ja eigentlich ein bisschen naiv, denn wir hatten vor unserer jetzigen Schuldenbremse ja auch schon eine Schuldenbremse. Frau Vollmer weiß das, sie hat das damals ja auch noch miterlebt. Die Schuldenbremse aus den 70er Jahren hat nie funktioniert. Ja, die besagte, dass die Investitionen oder dass die neue Verschuldung die Investitionen nicht übersteigen dürfen. Das ist auch immer geklagt worden vom Bundesverfassungsgericht, aber das Bundesverfassungsgericht hat das nie beurteilt, abschließend, ob das ökonomisch sinnvoll ist oder nicht. So, dann haben wir 2009 eine neue Verfassungsregel geschaffen, die Schuldenbremse, und dann haben wir in Europa so rumgeguckt, wer macht das besonders gut, und da kam auf die Schweiz. Die Schweiz, haben wir gedacht, die haben eine niedrige Verschuldung, aktuell glaube ich von 44% zu ihrer Wirtschaftsleistung, sind wohlhabend, haben keine Arbeitslosigkeit, sind attraktiv für Zuzügler und so weiter. Also die müssen doch eine gute Schuldenbremse in ihrer Verfassung haben. Da hat man da reingeguckt und hat die übernommen. Und glaubt jetzt in Deutschland, dass das deshalb funktioniert, weil es funktioniert ja in der Schweiz. Ich glaube das nicht, ehrlich gesagt. So sehr ich auch für so eine Maßnahme bin, dass man die Einnahmen mit den Ausgaben in Einklang bringt. Aber ich glaube nicht, dass es reicht, etwas in eine Verfassung zu schreiben, sondern notwendig ist eher ein kulturelles Umfeld. Eine moralische Verständigung in einer Gesellschaft, dass sowas funktioniert. Und da muss man weiter zurückblicken. Warum ist die Schweiz ökonomisch wesentlich attraktiver und besser über viele, viele Jahrzehnte, vielleicht sogar auch Jahrhunderte, als das andere Volkswirtschaften in diesem Europa oder auch auf dieser Welt sind? Ich glaube, es liegt im Wesentlichen daran, dass sie es in ihrer Geschichte schwerer hatten als andere. Die Schweiz hat eigentlich keine natürlichen Voraussetzungen, dass sie es besser haben als andere. Sie haben ganz hohe Berge, sie haben ganz tiefe Täler, sie haben schlechte Böden und keine Rohstoffe. Aber genau das ist es, warum es ihnen heute besser geht. Sie mussten sich einfach in ihrer Vergangenheit Investitionen oder Problemlösungen viel detaillierter dadurch den Kopf gehen lassen. Sie mussten sich in ihrer Familie organisieren, sie mussten sich in ihrem Dorf, in ihrer Stadt, in ihrem Kanton organisieren. Sie konnten nicht nach dem Zentralstaat rufen, der ihnen im Zweifel hilft. Und das hat eine Mentalität entwickelt über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, ja, die am Ende eine direkte Demokratie entstehen lassen hat, die ja auch selbst ein selbstbewusstes Bürgertum geschaffen hat. Und das hat am Ende dazu geführt, dass man es in die Verfassung geschrieben hat. Und jetzt glauben wir in Deutschland, wir müssen das jetzt genauso machen, aber wir haben natürlich einen wesentlichen Nachteil. Wir haben nicht so hohe, nicht so tiefe Täler. Wir haben mehr Rohstoffe und bessere Böden. Und deshalb hat sich bei uns eine andere Art des Föderalismus durchgesetzt. Eben ein ausgleichender Föderalismus, kein Wettbewerbsföderalismus. Und deshalb haben wir das, was wir in Deutschland haben,
oder das, was wir in Griechenland und in Südeuropa, natürlich ein Stück weit auch in Deutschland. Ja? Bundesländer wie das Saarland oder Bremen sind auch notorisch pleite. Und sie werden letztendlich über diese Umlagemechanismen, die wir in unserem Föderalismus über Jahrzehnte entwickelt haben, eben auch ja, durchgefüttert, aber ohne dass sich die Situation dieser Bundesländer nachhaltig verändert. Das ist das Entscheidende, sondern man hat sich damit arrangiert. Und so ein bisschen ist es in Europa jetzt auch. Man arrangiert sich mit dieser Situation. Aber ich glaube, es ist eben eine ganz andere Dimension. Das heißt, die Regeln werden nicht verschärft. Es gibt nach wie vor keinen wirklichen Sanktionsmechanismus gegen Länder, die sich dauerhaft an die Regeln nicht halten. Ist natürlich auch schwierig, denn das sind ja souveräne Staaten. Ja, die wählen das Parlament und die Politiker, die sie haben wollen. Ja, da kann die Zeit der Kanonenbootpolitik ist zum Glück vorbei. So hat man das im 17., 18. Jahrhundert oder noch früher auch immer durchgesetzt. Man hat da Truppen hingeschickt und hat das versucht durchzusetzen. Hat auch nur rudimentär funktioniert. Aber die Zeit ist zum Glück vorbei. Das heißt, es gibt keinen wirklichen, es gibt keine europäische Insolvenzordnung für Staaten. Das gibt es nicht. Das Einzige, was es gibt, ist der Glaube, dass jeder für die Risiken selbst haften muss. Dass auch Staaten pleite gehen können müssen. Das ist in der Geschichte immer passiert. Griechenland war im Großteil seiner Geschichte pleite. Ja, konnte seine Gläubiger nicht bedienen. Ist nie die Welt untergegangen. Das heißt, die Regeln werden nach meiner Auffassung nicht verschärft. Was passieren wird, ist der Weg in die Transferunion. Und dieser Weg in die Transferunion, der ist beschlossen. Mehr oder weniger. Dazu muss man wissen, die Europäische Union war ja immer eine Transferunion. Ja, denn das, was die Geberstaaten in Europa an die EU überweisen, das wird umverteilt in Europa. Da werden Straßen gebaut, Häfen gebaut, etc. etc. Ja, das war immer eine Transferunion, aber sie war begrenzt. Denn das, was auf europäischer Ebene nicht möglich ist, das wird jetzt quasi durch die kalte Küche eingeführt. Nämlich, dass die europäische Ebene Schulden aufnehmen kann und dass sie Steuern erheben kann. Und beides kann die europäische Ebene nicht. Und deshalb ist sie im Übrigen auch für diese ganzen Maßnahmen. Die europäische Ebene ist das aus reinem Egoismus. Sie wollen endlich mehr Macht haben. Das Europäische Parlament will mehr Macht haben. Die Kommission will mehr Macht haben. Sie wollen endlich eine richtige Regierung sein und ein richtiges Parlament sein. Und dazu gehört, Steuern erheben zu können und sich verschulden zu können. Und deshalb ist sowohl das Parlament als auch die Kommission zum Beispiel für eine Finanztransaktionssteuer. Nicht, weil sie glauben, dass man damit künftige Finanzkrisen verhindern kann. Nein, die wollen endlich eine eigene Steuer haben. Und deshalb sind sie auch für diese Schuldenschirme, weil die Schuldenschirme ihnen ermöglicht, auf europäischer Ebene einen Fuß in die Tür zu kriegen, dass man sich selbst verschulden kann. Also sie wollen mehr Macht haben. Und so ist es auch mit anderen. Andere haben auch Partikularinteressen. Die Banken wollen ihre Schulden sozialisieren und deshalb sind sie auch für diesen Zentralismus. Die südeuropäischen Staaten wollen ihre Schulden loswerden und deshalb sind sie auch für diesen Zentralismus. Also es gibt ganz mächtige Interessen in Europa, die genau das wollen. Aber wir können daran aus meiner Sicht kein Interesse daran haben, denn irgendeiner wird es am Ende bezahlen müssen oder wird die Folgen davon spüren müssen. Das heißt, dieser Weg in die Transferunion, der ist beschlossen, aber jetzt ist die neue Dimension, dass er unbegrenzt ist. Ja, bisher war das durch die Maßnahmen, durch den EU-Haushalt begrenzt, durch die Mittelzuweisung, die alle Staaten an die EU geliefert haben. Künftig wird er unbegrenzt sein, durch die Rettungsschirme auf der einen Seite, aber auch durch die Politik der Europäischen Zentralbank. Man kann ja noch argumentieren, die Rettungsschirme sind durch das Bundesverfassungsgericht in ihrer Höhe begrenzt, weil der Bundestag immer zustimmen muss. Aber die EZB, die kann unbegrenzt Anleihen aufkaufen. Das hat sie auch angekündigt. Ja, sie hat ganz klein begonnen in Griechenland, wo sie Anleihen aufgekauft hat, also Geld gedruckt hat faktisch. Dann ging es weiter mit Portugal und Irland. Als das nicht gereicht hat,
Also gereicht heißt, dass die Zinsen dauerhaft niedrig bleiben. Als das nicht gereicht hat, haben sie Spanien und Italien dazu genommen. Als das nicht gereicht hat, kamen sie, weil der Druck auf der politischen Ebene auch größer wurde, dass das vielleicht Staatsfinanzierung sein könnte durch die Druckerpresse, kam man auf die glorreiche Idee zu sagen, wir machen das nicht mehr direkt, sondern wir geben den Banken das Geld, damit die diese Anleihen kaufen können. Hat man dann auch gemacht. Im Januar 2011, 2012 hat die EZB den Banken 1000 Milliarden zur Verfügung gestellt, damit die diese Anleihen aufkaufen können. Auch das hat nicht lange funktioniert. Und im Herbst letzten Jahres hat die EZB gesagt, ja, all die Länder, die unter einem Schuldenschirm sind, da kündigen wir an, gegebenenfalls unbegrenzt Anleihen zu kaufen von denen. Also das, was man vorher begrenzt hat, wird jetzt unbegrenzt gemacht. Und das ist die aktuelle Situation und das ist der einzige Grund, wieso die Anleihenmärkte sich aktuell etwas zurückhalten. Es ist nicht der Reform, die Reformdividende in Anführungszeichen, sondern der einzige Grund ist der Glaube, dass die EZB unbegrenzt Anleihen kauft. Aber jetzt merken wir nach der Italienwahl, dass das eben auch nur vorübergehenden Effekt hat. Die Anleihenzinsen steigen wieder leicht. Das heißt, die Märkte werden es austesten, ob die EZB unbegrenzt Anleihen kauft. Das heißt, wir werden den nächsten Schritt der Intervention jetzt aktuell erleben. Also, die Transferunion, die unbegrenzte Transferunion ist die stillschweigende Übereinkunft aller. Ich glaube aber, das wird nicht dauerhaft funktionieren. Weil es gibt zwei Gruppen, die das dauerhaft nicht ertragen werden. Die eine Gruppe sind die Nehmerstaaten und die andere Gruppe sind die Geberstaaten. Die Nehmerstaaten wollen sie nicht dauerhaft fremdbestimmen lassen. Ja, kein Land, keine Demokratie, keine Gesellschaft will sich dauerhaft von außen sagen lassen, was es zu tun oder zu lassen hat. Wir haben genügend geschichtliche Erfahrung damit. Ja, aber das kann in Griechenland auf Dauer auch nicht funktionieren. Man merkt heute schon, dass die Gesellschaft radikalisiert wird. Ja, die zweitstärkste Partei ist eine linksradikale Partei. Die sechstärkste Partei ist die rechtsradikale Partei. Das heißt, es kommen plötzlich Kräfte hoch, die vielleicht auch ein anderes System wollen. Und ich glaube, diese Art der Umerziehung funktioniert nicht, sondern es braucht einen Erkenntnisgewinn, so wie ich den vorhin in der Schweiz beschrieben habe. Ja, es muss selbst eingesehen werden, dass sich was verändern muss. Das kann man nicht erzwingen von außen, sondern das muss ein tiefer Erkenntnisprozess sein. Und deshalb wird das nicht funktionieren und deshalb wird diese Eurozone in dieser Form, glaube ich, keinen Bestand haben. Der Euro wird seinen Bestand schon weiter haben, das glaube ich schon, aber nicht in dieser Zusammensetzung. Sondern es wird Länder geben, die austreten. Entweder die Nehmerstaaten, weil sie sich dauerhaft fremdbestimmen lassen wollen, oder die Geberstaaten, die das nicht dauerhaft zahlen werden. Es wird Deutschland vielleicht in seiner geschichtlichen Tradition nicht das erste Land sein wird, aber es werden andere tun. Schon heute haben sich die Finnen extra Rechte herausgenommen, was die Sicherheit ihrer Kredite betrifft. Ja, also da gärt es ähnlich, wie das bei uns der Fall ist. Es werden andere Länder sein, im Zweifel, die aussteigen. Und wenn das nicht passiert, ja, dann kommt das, was ich marktwirtschaftliche Geldordnung bezeichne. Das ist nämlich, dass die Menschen sich dann Sorgen um ihr Geld machen. Dann gibt es eine Krise des Vertrauens in die eigene Währung. Und die Krise in das Vertrauen der eigenen Währung, das nennt man Inflation. Dann werden die Menschen Angst haben um ihre Altersvorsorge und werden sich andere Wertaufbewahrungsmittel für ihr Vermögen, für ihr Erspartes suchen. Und das erleben wir jetzt schon in den ersten Anfängen. Ja, der historische Anstieg des Goldpreises, des Silberpreises ist ein Indiz dafür. Die vorübergehende Schwäche aktuell auch wieder, ja, weil die EZB eben eine gewisse Wirkung aktuell noch hat zeigt. Aber der Anstieg der Immobilienpreise in Berlin, in den Großstädten, in den Ballungszentren zeigt eben auch, dass die Menschen jetzt eben ihr Geld versuchen, ins,
in einen sicheren Hafen zu bringen. Die Leidtragenden dieser Politik sind aber die, die es nicht so können, die ihr Geld nicht in den sicheren Hafen bringen können. Und das sind im Wesentlichen diejenigen, die ihr Geld in irgendwelchen Zwangssystemen gebunden haben, in Versorgungswerken, in betriebliche Altersvorsorge, ja, aber auch in Lebensversicherungen, in geförderte Altersvorsorge, in Riester-Verträge etc. Ja, denn die Produkte legen wo an? In die Schulden Europas. Ja, und die Politik sorgt durch ihr Handeln dazu, dass eine sogenannte finanzielle Repression stattfindet. Wir haben offiziell eine höhere Inflationsrate, als sie mit normalen Staatsanleihen erwirtschaften können. Wir haben eine negative Realverzinsung von 2%. Wenn das 20 Jahre geht, ja, dann haben sie ein Drittel ihres Vermögens verloren. Wenn es 10% sind, dann haben sie 97% ihres Vermögens verloren. Und da es in Deutschland 80 Millionen Lebensversicherungsverträge gibt, jeder im Durchschnitt von ihnen eine hat, sind wir alle mehr oder weniger dabei. Das ist der Weg der Politik, in Anführungszeichen, der beschritten werden soll. Ja, man will nicht die Haftung zulassen, wo es eine individuelle Haftung wäre, wo es auch den einen oder anderen trifft. Nein, man will jetzt die kollektive Haftung erzwingen. Ja, auch die haften lassen, die gar nichts damit zu tun haben. Das ist die andere Variante. Und das ist aus meiner Sicht eben ja, total ungerecht. Und diejenigen, die ihr Geld in Lebensversicherung angelegt haben, die haben ihr Leben lang gespart, haben was zur Seite gelegt, haben sie eben anders gemacht als andere. Und ich glaube, das werden die nicht gut finden am Ende, wenn sie kalt enteignet werden. Sie werden nicht nur an der Marktwirtschaft zweifeln und werden sagen, die Marktwirtschaft hat versagt, sondern sie werden auch an der Demokratie zweifeln. Sie werden am Ende sagen, die System hat Probleme. Und das, glaube ich, ist die eine Gefahr für unsere Demokratie in Deutschland. Nicht so sehr, dass die Menschen Geld verlieren. Das ist auch schlimm. Aber die eigentliche Gefahr in dieser Situation ist, dass die Menschen an unserer Demokratie zweifeln. Und dass wir wieder vielleicht auch Zustände kriegen wie in Südeuropa, wo es eben andere Kräfte nach vorne spült, die wir vielleicht gar nicht haben wollen. Bei aller unterschiedlicher politischen Orientierung, glaube ich, können wir alle daran kein Interesse haben. Das war der erste Aspekt, den ich Ihnen darstellen wollte. Der zweite Aspekt ist, ich wollte Ihnen noch sagen, was man jetzt eigentlich tun müsste im Euro. Das eine ist, wir brauchen natürlich eine Diskussion über wirkliche Vertragsänderungen, die auch nachhaltig sind. Wir haben ja ein institutionelles Problem in Europa. Ja, wir nehmen immer neue Länder auf, aber haben überhaupt nicht den institutionellen Rahmen dafür. Wir haben keine Rechtsstaatlichkeit, ja, wir haben keine. Das Subsidiaritätsprinzip funktioniert nicht richtig, ja, weil nur die EU-Kommission das Initiativrecht hat auf europäischer Ebene. Nur sie kann Gesetze bestimmen oder niederschreiben. Ja, und da sie das alles zentralstaatlich auslegt, führt das eben immer zu einem größeren Zentralismus in Europa. Also wir brauchen eine Diskussion über einen neuen Verfassungsvertrag auf europäischer Ebene, ja, der subsidiär angelegt ist. Und zweitens brauchen wir in der Europäischen Währungsunion Regeln, die auch wirklich funktionieren. Und dazu gehört es, dass dieser Euro zu einer atmenden Währung wird. Also es muss Ausstiegsmöglichkeiten geben auf der einen Seite, ja, so ähnlich wie wir das im Lissabon-Vertrag auf europäischer Ebene auch vereinbart haben. Man kann aussteigen. Die Briten werden das ja demnächst ihre Bevölkerung zur Abstimmung stellen. Ja, man kann aussteigen aus dem Club und so muss man auch aus dem Währungsclub aussteigen können. Ja, wenn man nicht mehr will oder nicht mehr kann, ja, muss es auch Möglichkeiten geben, geordnet aus so einem System wieder rauszugehen. Aber nicht nur das, sondern es muss auch Ausschlussmöglichkeiten geben. Wer dauerhaft die Regeln und damit die Solidarität aller anderen missbraucht, ja, da muss es auch eine Möglichkeit geben, den loszuwerden. Es kann ja nicht sein, dass einer fortgesetzt die Regeln verletzt und
und die anderen damit in Mithaftung nimmt. Glaube ich, das kann nicht sein. Wenn in meiner Partei jemand wäre, der für die Grünen kandidiert, ja, was passiert dann? Ja, dann wird er ausgeschlossen irgendwann, wenn er nicht von alleine geht. Ja, weil man sagt, ja, der macht eigentlich uns Konkurrenz und deshalb wollen wir den nicht mehr. Und das ist durchaus etwas Legitimes, um, sag ich mal, die eigene Gemeinschaft auch zu schützen. Das heißt, es muss eine atmende Währung geben. Nur dann hat dieser Währungsraum auch eine Zukunftschance. Ansonsten passiert das Auseinanderbrechen unkoordiniert. Dann passiert das, das wird eh kommen sonst. Aber es wird dann viel, viel verheerender passieren, als viele das glauben. Denn der Glaube derjenigen, die meinen, was man eigentlich machen müsste, ist ja eigentlich ein gigantisches Umerziehungsprogramm. Also die sollen quasi nach preußischem Vorbild Reformen machen, ja, eine ordentliche Bürokratie machen, eine ordentliche Steuerverwaltung, sollen alles privatisieren. Ja, und wenn sie das machen, dann wird die Welt in Ordnung. Dann gibt es höhere Steuereinnahmen, ja, dann werden wieder Arbeitsplätze oder Arbeitsplätze werden geschaffen, dann, oder investiert erstmal, dann gibt es Arbeitsplätze, dann gibt es Steuereinnahmen, Sozialversicherungseinnahmen und dann kann die Verschuldung abgebaut werden. Das ist der Plan aller. Aber dieser Plan funktioniert nicht. Ja? Wie oft zentrale Pläne nicht funktionieren im Übrigen. Ja? Der erste Plan, den habe ich vorhin schon beschrieben, war die erste Griechenlandhilfe. Da hieß es, wir müssen Griechenland 3 Jahre vom Markt nehmen und dann wird alles gut. Dann machen die diese teutonischen Reformen und dann machen die ein ordentliches Grundbuch und dann wird alles gut. Nach 3 Jahren. Das war das Versprechen im Mai 2010. Will man heute nicht mehr hören, aber das war wirklich das Versprechen. Und dann hieß es im Frühjahr 2012, oh, der Plan funktioniert nicht. Da hat man aber nicht den Plan beiseite gewischt, sondern hat einen neuen Plan gemacht. Hat aus einem 3-Jahres-Plan einen 10-Jahres-Plan gemacht. Hat gesagt, bis zum Jahr 2020 muss Griechenland eine tragfähige Verschuldung haben und das muss durch einen Plan erreicht werden, durch verschiedene Maßnahmen. Und dann hat man in Europa rumgeguckt, welches Land hat noch eine tragfähige Verschuldung. Dann kam man auf Italien. Italien hatte zum damaligen Zeitpunkt 120% staatliche Verschuldung zu seiner Wirtschaftsleistung und hat gesagt, wenn Griechenland das schafft, dann wird alles gut. Da hat man sich dran gemacht, um diesen Plan auszurechnen. Und dann kam man am Ende im Jahr 2020 nicht auf 120%, sondern nur auf 120,5%. Da haben wir gedacht, ah, die 0,5 ist auch egal. Ja, und dann ist man in die Arbeit gegangen. Und dann hat man aber die Griechen nicht so richtig mit ins Boot geholt, denn die haben einfach gewählt nochmal, haben ein halbes Jahr nochmal Wahlkampf gemacht. Und dann stellte man fest hinterher, dass die gleiche Regierung, die vorher auch schon möglich war, dann an die Macht kam. Aber sei es drum. Man stellte dann im Herbst fest, dass der Plan nicht funktioniert. Und was macht man, wenn der Plan nicht funktioniert? Man macht einen neuen Plan. Aus einem 10-Jahres-Plan wurde dann ein 12-Jahres-Plan. Und dann hat man gesagt, ja, denn wenn die so weitermachen, haben sie im Jahr 2020 145% Verschuldung. Das ist eben nicht 120 wie Italien. Und deshalb ist das nicht schuldentragfähig. Und dann hat man 2 Jahre verlängert. Und ja, oh Wunder, man kommt im Jahre 2020 jetzt auf 110% Verschuldung. Man hat es einfach definiert, Wachstumsraten definiert und anderes Steuereinnahmen definiert. Also man hat irgendwie ein Lügenbuch aufgeschrieben, was am Ende nicht funktionieren wird, weiß aber auch jeder. Ja, also der griechische Finanzminister hat gesagt, sie bräuchten jetzt einmal wieder einen Schuldenschnitt. Ja, also das einzige Problem des nächsten Schuldenschnittes ist, dass keine privaten Gläubiger mehr gibt, sondern es gibt nur noch staatliche Gläubiger, also uns. Ja? Entweder über die EZB oder über die Rettungsfonds. Das heißt, die Privaten sind raus, die haben ihr Risiko auf den Steuerzahler übertragen und jetzt können die natürlich leicht sagen, jetzt brauchen wir mal wieder einen Schuldenschnitt. Also das wird entsprechend kommen. So, also der Grundannahme derer ist, durch Wachstum
jetzt in diesen Regionen könnte man das Problem lösen. Und ich will Ihnen zeigen, dass das nicht geht. Deshalb will ich Ihnen eine Folie zeigen. Diese hier. Das ist die Situation bis zum Ausbruch der Krise. Also das ist die Situation der Vereinigten Staaten zwischen 1998 und 2008. Die unterste Linie zeigt Ihnen das reale Bruttoinlandsprodukt in diesen 10 Jahren. Die Wirtschaft ist in diesen 10 Jahren um 30% gewachsen in Amerika. Also nicht schlecht. Die Geldmengenentwicklung, das ist die rote Linie in 2, die ist in der gleichen Zeit um knapp 120% gestiegen. Die Kreditmengenentwicklung, also das, was Banken an Kredit produziert haben, ist in der gleichen Zeit um 140% gestiegen. Das heißt, man hat in Amerika in einer positiven wirtschaftlichen Situation durch immer mehr Geld oder immer mehr Kredit und damit Geld, ja, ein bescheidenes Wirtschaftswachstum von 30% produziert. Und jetzt ist die Frage, wer hat dieses Geld gekriegt? Haben das alle gleichzeitig gekriegt? Nein, das war nicht so, sondern es haben die davon profitiert, die dieses Geld verteilt haben. Verteilt hat dieses Geld der Staat über seine Notenbanken, über seine Staatsausgaben. Und die Banken haben es verteilt über die Kreditvergabe. Denn Kredit ist nichts anderes als Geld. Ja, Kredit wird per Knopfdruck erzeugt. Eine Bank vergibt einen Kredit per Knopfdruck. Per Knopfdruck, genau. So, und das heißt, es haben einige davon profitiert und andere haben nicht davon profitiert, von dieser Geldmengenausweitung. Es haben dann im Verlauf weitere davon profitiert, nämlich diejenigen, die in Amerika in Immobilien investiert haben. Ja, das hat eine Nachfrage ausgelöst. Die Zinsen für Immobilien waren niedrig. Ja, das ist die Entwicklung der amerikanischen Notenbank gewesen. Die haben die Zinsen künstlich niedrig gehalten. Das hat zu niedrigen Hypothekenkreditzinsen geführt. Das hat zu einer steigenden Nachfrage nach Immobilien geführt. Jeder konnte sich plötzlich eine Immobilie leisten. Denn wenn Sie 1 oder 2% Zinsen zahlen, können Sie viel, viel mehr Immobilie leisten, als wenn Sie 5 oder 6% Zinsen bezahlen. Das heißt, es könnten sich plötzlich Menschen mit Immobilien leisten, die sich das eigentlich oder in einer Größenordnung Immobilien leisten, die sie sich unter normalen Umständen hätten gar nicht leisten können. Das heißt, es hat eine Blase produziert. Die Immobilienpreise sind gestiegen, die Beleihungswerte dieser Immobilien sind gestiegen. Man konnte noch in Urlaub damit fahren, man konnte mehr Kredit aufnehmen auf seine Immobilie, konnte in Urlaub fahren, Haus kaufen, nicht nur ein Haus kaufen, sondern auch ein Auto noch kaufen. Ja, es ist eine Übertreibung hat stattgefunden. Aber irgendwann haben die Investoren gemerkt, dass diese Häuser doch nur aus Holz und nicht aus Stein sind, haben sich daraus zurückgezogen. Die Banken sind auf diesen Krediten sitzen geblieben. Es waren faule Kredite. Und wenn Banken auf Krediten sitzen bleiben, dann müssen sie die abschreiben, dann müssen sie wertberichtigen. Und dann geht das auf deren Eigenkapital. Und das haben Banken nicht. Eigenkapital. Und deshalb waren sie pleite. Dann haben sie die Hand gehoben und haben gesagt, wir sind systemrelevant. Dann hat der amerikanische Staat gesagt und die amerikanische Notenbank, das stimmt, wir helfen euch. Und das ist bei der obersten Linie der Knick, der dann wieder nach oben geht. Ja, also man hat nicht das, was eigentlich ja, auf Sand gebaut war, ja, die Kapazitäten, die eigentlich falsch waren, die keiner braucht, die hat man nicht, diejenigen, die diese Fehlentscheidungen getroffen haben, dafür haften lassen, sondern man hat es sozialisiert. Auf den amerikanischen Steuerzahler. Über die Geldentwertung der amerikanischen Notenbank. Und da die das über die Welt verteilen können, haben sie eben in die weite Welt gestreut. Ja, und diese ganzen Immobilienkredite sind zusätzlich noch verbrieft, verpackt worden in Wertpapiere. Und wer hat die gekauft, diese Wertpapiere? Die deutschen Landesbanken. Zwischen 2000 und 2005 hatten die deutschen Landesbanken die Möglichkeit, in einem kurzen Zeitfenster noch Anleihen zu begeben mit Staatshaftung im Hintergrund, konnten sich dadurch billig vollsaugen mit Kapital
Das haben sie auch gemacht, geschätzt. Es gibt Schätzungen, die sagen, bis zu 300 Milliarden Euro haben deutsche Landesbanken sich frisches Kapital aufgenommen, und sie haben das nicht in den Mittelstand in Köthen investiert, sondern sie haben das in den amerikanischen Immobiliensektor investiert. Und das ist der Grund, weshalb die Landesbanken heute ganze Landeshaushalte ruinieren. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, die Westdeutsche Landesbank, die hat jetzt mehr oder weniger abgewickelt, aber die hat im besten Fall ein Risiko aktuell von 18 Milliarden Euro. Drei davon trägt der Bund und der Rest teilen sich Land und Sparkassen in meinem Bundesland. Ja, wahrscheinlich erheblich mehr, denn wie gesagt, die Immobilien, die haben eben diesen Wert nicht und die sind über, die braucht keiner. So, und das heißt, das, was wir in einer guten Phase erlebt haben, wie eine Krise entstanden ist, das machen wir jetzt in einer schlechten Phase in Potenz. Also wir pumpen jetzt noch mehr, wir machen die Zinsen noch niedriger, kaufen die Anleihen noch stärker auf, ja, und glauben damit, eine Krise bewältigen zu können. Dass quasi die untere Linie zur oberen Linie oder zumindest zur roten Linie irgendwann mal durchbricht. Ist aus meiner Sicht unmöglich, wird nicht der Fall sein. Deshalb ist dieses Inflationsszenario aus meiner Sicht das realistische, ja, das die Enteignung über die Geldentwertung. Und jetzt glauben ja viele immer, wir würden das in Deutschland besser machen. Halt, wie das so. Oder in Europa besser machen. Deshalb zeige ich Ihnen die andere Folie. Das ist nicht die gleiche Folie. Nicht, dass Sie sich jetzt wundern. Das ist Europa oder der Euroraum. Die gleiche Phase. Die Wirtschaft ist in diesen 10 Jahren um 20% gestiegen im Euroraum. Die Geldmenge, wir haben eine etwas breitere Geldmengendefinition, ist um 126% gestiegen und die Kreditmenge ist um 160% gestiegen. Das heißt, wir haben die gleiche Situation eigentlich wie die Amerikaner und wir haben auch die gleiche Ursache, so will ich es mal formulieren, wie die Amerikaner, aber wir haben auch die gleichen Symptome der Krise. Wir haben auch eine Immobilienkrise. In Spanien. Die spanische Krise ist zumindest, was ihren Ausbruch betrifft, im Wesentlichen eine Immobilienkrise. In Spanien sollen 1 bis 1,5 Millionen Immobilien leer stehen oder sollen noch nicht fertig sein. Es sind alle finanziert worden von Banken, im Wesentlichen Sparkassen in Spanien. Ja, die haben einen Bausektor geschaffen, der überdimensioniert ist, ja, der heute jetzt sich wieder gesund schrumpft. Das ist mit auch ein Grund, wieso Spanien eine so hohe Arbeitslosigkeit, eine so hohe Jugendarbeitslosigkeit hat. Ja, weil da Kapazitäten geschaffen wurden, die jetzt keine Nachfrage mehr finden, weil die Baubranche in sich zusammengefallen ist, weil es einfach so viele Immobilien gibt. Jetzt führt das dazu, oder es sind die üblichen Versuche, es zu retten. Spanien hat zuerst versucht, den Banken Zeit zu geben, indem sie einfach Bilanzierungsregeln verändert hat und hat geglaubt, irgendwann wird sich das von alleine lösen, irgendwann steigen die Immobilienpreise wieder und fallen nicht. Aber es ist nicht passiert. Dann haben sie dafür gesorgt, dass die Banken fusionieren. Aus kleinen Sparkassen sind große Sparkassen geworden. Die Bankia ist eine der größten oder ist die größte Sparkasse Spaniens. Ja, und die sind jetzt zwangfusioniert worden. So, jetzt das Problem ist aber immer noch nicht gelöst. Die 1 Million Immobilien sind immer noch nicht finanziert oder durchfinanziert oder zurückgezahlt. So, jetzt hebt Bankia die Hand und sagt, wir sind systemrelevant und erpresst letztendlich den spanischen Staat. Und der spanische Staat sagt, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft in Europa. Wenn wir hops gehen, habt ihr auch ein Problem. Das heißt, die erpressen uns jetzt. Und deshalb klopfen die jetzt an dem Rettungsschirm an. Und da sie größer sind als Griechenland und größer als Portugal und Irland, sagen sie, diese ganzen Auflagen, das wollen wir nicht. Wir haben eigentlich nur ein Bankenproblem. Ja?
Wir wollen nur unsere Banken rekapitalisieren. Wir brauchen frisches Geld für die Banken, aber die übrigen Auflagen, die ihr uns so aufs Auge drucken wollt, das wollen wir stolzen Spanier nicht. So hat man es dann auch gemacht. Also Spanier haben ein Bankdessert gekriegt, obwohl sie auch 50-60% Jugendarbeitslosigkeit haben und ich glaube 25% Arbeitslosigkeit. Also ist auch nicht alles in Ordnung da. Und es funktioniert vielleicht auch nicht so perfekt. Ist auch nicht so weit weg von den anderen Problemländern. Also, das, was wir hier sehen, kann eben jetzt in einer schlechten Phase erst recht nicht funktionieren. Das Grundproblem, was ich Ihnen zeigen wollte, ist im Kern ein Problem unseres Geldsystems. Denn das, was ich Ihnen in der Zeitabschnitt von 10 Jahren gezeigt habe, hätte man auch 40 Jahre zurückdrehen können. Wir haben ein Auseinanderfallen historisch von Geldmenge auf der einen Seite und von Gütermenge auf der anderen Seite. Und das wird immer schlimmer. Man meint immer, mit mehr Geld Konjunktur erzeugen zu können. Und das machen letztendlich die Notenbanken. Die Notenbanken sind im Kern die Verursacher dieser Krise. Sie haben durch eine falsche Zinspolitik versucht, Konjunkturzyklen zu beeinflussen, haben das auch mehr oder weniger geschafft, aber sie haben halt Konjunktur irgendwo geschaffen, wo man sie vielleicht gar nicht braucht oder zumindest nicht in dieser Dimension braucht, eben zum Beispiel im Immobiliensektor, ja? Oder auch im Aktienmarkt. Deutschland hat auch Auswirkungen dieser Blase erlebt. Nach dem Zusammenbrechen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er Jahre, der eine oder andere Telekom-Aktionär wird sich daran erinnern, ist ja der deutsche Aktienindex auf 2.500 Punkte eingebrochen. Das hat die Notenbank anschließend gemacht. Sie hat die Zinsen gesenkt, hat den Aufschwung dafür oder den Boden dafür bereitet, dass ein Aufschwung entstehen kann. Und der deutsche Aktienindex, ja, ist jetzt wieder bei 8.000, war aber auch schon 2007 bei 8.000 Punkte. Also innerhalb von wenigen Jahren hat diese zusätzliche Liquidität eben dazu geführt, dass Vermögensgüter in ihrem Preis angestiegen sind. Und da haben immer wieder natürlich welche profitiert. Das ist im Übrigen auch, ich weiß, in marktwirtschaftskritischen Kreisen, so wie ich es mal formulieren, wird ja sehr, sehr stark kritisiert, dass wir ein Auseinanderfallen von Vermögenseinkommen zu klassischen Einkommen haben. Das teile ich im Übrigen. Das teile ich ausdrücklich. Aber die Ursache, die liegt darin. Das ist die Ursache dafür. Weil wir im Kern unser Geldsystem pervertiert haben. Ja, unser Geldsystem ermöglicht eben denjenigen, die zuerst an das Geld kommen, von dieser Inflation zu profitieren. Und diejenigen, die ganz am Ende sind, eben die Sozialempfänger, die Rentner, aber auch die Arbeitnehmer oder auch der Mittelständler, der ist derjenige, der die Folgen dieser Inflation spürt. Ja, weil der diese, ja, weil bis dahin haben die anderen schon das Rad fünfmal gedreht. Das heißt, das ist die eigentliche Ursache dieser Krise. Und deshalb muss man wieder zurückkommen zu einem System eines gesunden Geldes. Und was ist gesundes Geld? Gesundes Geld ist, dass Sie sparen, etwas zurücklegen, Konsumverzicht üben und es jetzt aktuell nicht ausgeben wollen, sondern Sie wollen es einem anderen geben. Zum Beispiel einer Bank, die dafür dann Kredit vergibt. Das wäre eigentlich der normale Zyklus. Ja, Sie sparen, damit ein anderer heute seine Investitionswünsche oder seine Konsumwünsche befriedigen kann. Und dafür kriegen Sie einen Zins, weil Sie ja quasi darauf verzichten. Weil Sie nicht investieren, weil Sie nicht konsumieren, sondern Sie wollen im Kern Ihre Investition oder Ihren Konsum auf einen späteren Zeitpunkt verlagern. In Ihr Alter, in Ihre Kinderausbildung, in Ihre Immobilientilgung, je nachdem, was jeder andere, was jeder für Lebenswünsche hat. Und dieses Phänomen, das in unserem Geldsystem außer Kraft gesetzt. Das ist insofern außer Kraft gesetzt, dass Banken die Möglichkeit haben, ein Vielfaches dessen, was sie an Sparvermögen zur Bank bringen, für Sparbuch legen,
an Kredit zu vergeben. Das nennt man Geldschöpfung. Und diese Geldschöpfung, das ist nicht ein Segen, sondern das führt gerade zu diesen Entwicklungen, die wir haben. Das ist auch die Ursache dafür, dass wir seit spätestens Anfang der 80er Jahre einen immer volatileren Markt von Vermögensgütern haben, insbesondere von Aktien. Ja, weil irgendwann merken diese Investoren, ja, dass diese Vermögensillusion nicht unendlich weitergeht, es ziehen sich daraus zurück und dann gibt es eben einen Effekt, der sich entsprechend verstärkt. Und das erleben wir aktuell eben besonders und das hat eben Auswirkungen auch auf die reale Wirtschaft, ja, dass ein Automobilhersteller aus Zuffenhausen auf die Idee kommt, ja, einen Hersteller zu übernehmen, der wesentlich größer ist, nämlich VW in Wolfsburg, in einer Phase, wo so viel Liquidität und Kredit da war wie noch nie. Das ist erstmal kein normaler Umstand, sondern das ist Teil dieser Perversion, die ich Ihnen beschrieben habe. Oder dass mein Namensvetter Schaeffler, ein Automobilzulieferer aus dem Fränkischen, auf die Idee kommt, den wesentlich größeren Reifenhersteller Continental zu übernehmen, auch fremdfinanziert, nur mit billigem Geld der Banken, ist auch kein normaler Umstand, sondern hat auch nur dieser Tatsache zu, ist auch nur dieser Tatsache zu verdanken. Ja, und es klappt mal nicht, aber der Punkt ist eben der, dass das nichts mit soliden Wirtschaften zu tun hat, auch nichts mit solidem Geld zu tun hat. Und das wusste nicht nur ich, sondern das wusste auch Walter Eucken. Walter Eucken, einer unserer Gründerväter der sozialen Marktwirtschaft. Er ist jemand, der in seinem Leben zwei Währungsreformen erlebt hat. 1923 und 1948. Und Eucken hatte in seinen Grundsätzen der Wirtschaftspolitik, in einem seiner Standardwerke, nicht nur stabiles Geld oder gutes Geld als tragende Säule einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft beschrieben, sondern er hat in diesem Buch auch Lenin zitiert. Ich weiß nicht, die Jüngeren vielleicht noch mal daran erinnert, war kein Liberaler. Und dieser Lenin soll gesagt haben, wer die bürgerliche Gesellschaft zerstören will, der muss ihr Geldwesen verwüsten. Und ich finde, dazu sollten wir nicht selbst beitragen. Vielen Dank. Ich jetzt gerade ein bisschen, aber könnte es nicht sein, dass es einfach seit der Einführung von dem Zins es dauernd bergab geht. Ich meine, wer sich mit den Wirtschaftszyklen auskennt, der weiß, dass seit es den Zins gibt, es immer ein Reset gegeben hat und dass es zwangsläufig auch immer crashen muss, solange es einen Zins gibt. Und mich würde gerne interessieren, was Sie davon halten und ob der Zins auch wirklich notwendig ist in der sozialen Marktwirtschaft. Ja, also wenn ich gleich antworte, dann ist es ein bisschen wegen dieser Aussage. Das ist tatsächlich aus meiner Sicht eine notwendige Bedingung der Zins, ja, weil das keine Zeitpräferenzrate ist für das, dass ich auf etwas verzichte heute, so wie ich es vorhin erklärt habe, und dafür eben mich nicht heute konsumieren will, dafür will ich was haben. Ja, und das Kernproblem unseres Zinssystems ist das mangelnde Scheitern. Ja? Die mangelnde Haftung ist ja erstmal nicht schlimm, wenn der Zins ist Zins an sich. Aber normalerweise würde sich eben immer wieder kurzfristig korrigieren. Ja? Immer dann, wenn einer Fehlinvestitionen tätigt und im Zweifel dafür haften muss. Dann platzt diese Kreditblase, damit auch die Geldblase, zumindest ein Stück weit. Ja, und wenn Sie
das Sparen und das Investieren und die Kreditvergabe in Einklang bringen, dann haben Sie auch nicht diese radikale Exponentialfunktion, sondern dann läuft das alles ein bisschen moderater ab. Und da wir das alles nicht zulassen, führt das eben zu dieser Kritik, die Sie üben. Aber ich glaube, es ist trotzdem notwendig, einen Zins zu haben. Aber er muss sich eben dann korrigieren dürfen, wenn es Fehlentscheidungen gibt. Erst eine Stunde. Zum Sparen möchte ich sagen, die Sparquote hängt an den Einkommen. Warum ein Individuum spart, hat sehr vielerlei Gründe. Und ich denke, es ist nicht der Konsumverzicht, der vom Kreditnehmer belohnt wird. Aber ich finde, das Ausschlaggebende ist wirklich, die Sparquote hängt ab von der Einkommenshöhe. Das zum Sparen. Und das Zweite ist, ich glaube, es ist nicht so einfach zu sagen, es stimmt zwar, dass die Banken per Knopfdruck den Kredit bereitstellen, aber ich möchte da ergänzen, wenn man sich die Aktiva und Passiva der Geschäftsbanken anguckt, dann sind noch immer die Aktiva, also die langfristig vergebenen Kredite, in der Summe geringer als die Passiva. Nein, jetzt habe ich es möglicherweise falsch rum gesagt. Diese Aktiva der Geschäftsbanken. Ja, ich verstehe schon, was Sie meinen, aber wissen Sie, diese bilanziellen Vergleiche, ja, Aktiva, Passiva, das ist alles richtig, ja. Also das, was wir an Passiva haben, ist irgendwo auch Aktiva, ja. Das ist klar. Das Problem ist nur, das schaukelt sich natürlich hoch, ja, in unserem Geldsystem. Ja? Ganz genau. Also die Frage ist, und das ist jetzt auch wirklich meine Frage, Sie hatten erwähnt, etwa Griechenland hat sich verschuldet. Ich denke, da gibt es auch immer Gläubiger. Welche Gläubiger müssen da mit ins Boot geholt werden, weil ich den Schuldner nie alleine dafür verantwortlich machen kann? Also wie werden die Gläubiger an der Risikoübernahme beteiligt? Und das Zweite war, Sie haben sehr richtig, finde ich, die Problematik der Konjunktur angesprochen. Da möchte ich Sie fragen, was halten Sie von dem Gedanken der Parallelwährung intern, die möglicherweise eine Konjunktur anheizt, und zwar an den Stellen, wo sie wirklich gebraucht wird, die der Arbeitslosigkeit entgegenwirkt. Und das halte ich für eine ganz zentrale Frage. Ja, die erste Frage war nochmal, jetzt habe ich den Faden verloren, ich war schon bei der zweiten Gedanken. Achso, bei den Gläubigern, ja. Ja, da hat er natürlich völlig recht, der Schuldner. Also erstmal nimmt der Schuldner natürlich die Schulden auf und ist erstmal auch vertraglich verpflichtet, sie zu erfüllen. Er zahlt dafür einen Zins an den Gläubiger. Und der Gläubiger weiß aufgrund der Höhe des Zinses, wie risikoreich das ist. Das ist die Theorie. Ja. Aber wenn das nicht funktioniert, dann ist der Gläubiger dran. Ja. Aber er muss sich dann das ist sein Problem. Ja, er muss sich mit dem Schuldner verständigen, wie es weitergeht. Ja. Er will ja möglichst viel von seinem Geld dann wieder haben. Ja. Und dann muss er mit dem verhandeln, Zinsstreckung, all das, was es so im Geschäftsleben auch gibt. Und das hat auch immer stattgefunden. Dafür gibt es auch Instrumente. Ja. Der Londoner Club, der Pariser Club, da haben sich immer die Staaten mit ihren Schuldnerländern verständigt, also die Gläubigerländer mit den Schuldnerländern. Oder umgekehrt eben die Banken mit den Schuldnerländern. Da gibt es Institutionen, die haben auch mehr oder weniger immer funktioniert. Es sind ja auch immer Staaten pleite gegangen auf dieser Welt. Ja, Argentinien, Russland, Polen, ja, alle waren irgendwann mal pleite und nie ist die Welt untergegangen. Island ganz jüngst, ja, die haben das nicht sozialisiert, sondern am Ende sind die Gläubiger auf ihrem Geld sitzen geblieben und ist trotzdem gut ausgegangen. Die Hauptsache war die Konjunktur. Die Konjunktur durch geldpolitische Maßnahmen jenseits der Inflation befeuert werden. Und ja, ich glaube, das kann man. Ich glaube, zu einem funktionierenden marktwirtschaftlichen System gehört eigentlich was völlig anderes. Ja, es gehört stabiles Geld, also nicht stabiles, sondern gutes, werthaltiges Geld dazu. Werthaltiges Geld dazu, wo eben
wo das nicht künstlich mittelbar inflationiert wird über die Notenbanken. Also sie müssen sich quasi, die Notenbanken sind eigentlich ja, das Geschwür in diesem System, ja, weil sie es im Kern kaputt machen. Deshalb bin ich ein großer Freund von wettbewerblichen Geldordnungen, zu denen ja auch Parallelwährungen gehören. Eine Voraussetzung ist aber für so wettbewerbliche Geldordnung, dass der Staat sich da möglichst raushält, dass er vor allem keine festen Wechselkurse schafft, sondern dafür sorgt, dass sie jederzeit zu jedem, ja, oder letztendlich zu jedem Zeitpunkt ihr Geld in was anderes eintauschen können. Ja, dass sie quasi von der Dinar in den Euro in ein, oder in was völlig anderem wechseln können. Ja? Ansonsten, wenn es feste Wechselkurse gäbe, dann würde eigentlich das schlechte Geld das gute Geld verdrängen. Ja? Und das kann man nur vermeiden, indem man den jederzeitigen Austausch zulässt. Und dafür, das ist im Übrigen meine Problemlösung. Ich glaube, neben der Eurokrise, die ich vorhin beschrieben habe, ist das ja die Mutter der Probleme. Und jetzt ist das natürlich über viele Jahrzehnte gewachsen. Und jetzt können wir natürlich sagen, jetzt machen wir was völlig Neues. Goldstandard oder irgendwas, eine warengedeckte Währung oder irgendwas. Aber die Übergangsprobleme, die sind so riesig, dass sie das gar nicht hinkriegen. Ja, das würde so fundamentale Verwerfungen in der realen Wirtschaft zur Folge haben, dass wir alle ein riesiges Problem hätten. Und deshalb glaube ich, ist das Beste ein evolutorischer Prozess, dass man das einfach zulässt, dass man anderes zulässt. Ja, es gibt ja, auch in Deutschland ein paar Ansätze von Regionalwährung und solchen Dingen. Ich finde, das muss man ausprobieren. Ja, da gibt es unterschiedliche Denkrichtungen, die ich zwar nicht teile, aber die ich zulassen würde. Wer sein Geld in ein Schrumpfgeldsystem investieren will und damit handeln will, soll das gerne machen. Aber der Staat darf das nicht verbieten, der darf das nicht verhindern versuchen, sondern er muss den Wettbewerb und das richtige System zulassen. Das ist meine Überzeugung. Also der Staat sollte nicht ein System vorgeben, weil der Staat hat nicht das Wissen, was das Beste ist, sondern das haben nur Sie als Individuen, als Unternehmer, als Verbraucher, als Rentner, als Schüler etc. Ja? Nur Sie haben dieses Wissen und Sie sollen auch Ihre Entscheidung treffen. Das ist meine Vorstellung eines von gutem Geld. Die Folge wäre nämlich, ich will das staatliche Geld ja nicht abschaffen, ja? Aber die Folge wäre, dass der Staat sich anstrengen müsste, auch gutes Geld zu produzieren. Denn wenn sie jederzeit wechseln könnten, ja, was würden sie machen? Ja, sie würden das staatliche Geld nicht nehmen. Nur da, wo sie es müssten. Und das würde automatisch ja, die Finanzierungskosten des Staates entsprechend erhöhen und er würde den Druck ausüben, dass er eben im Kern zu solidem Geld zurückkommt. Das wäre die beste Schuldenbremse, die wir eigentlich einführen könnten. Eine natürliche Schuldenbremse. Ich habe hier eine Meldung, anschließend Katrin Latsch. Ich sammle. Ich versuche immer die Politik zu verstehen und verfolge auch häufig, was im Parlament alles passiert. Versuche ich auch immer, schaffe ich nicht. Also. Ich will gezielt auf den ESM ansprechen. Es gab sehr viele Politiker, Sie gehören auch dazu, die den Sachverhalt erklärt haben, die den ESM auch sicherlich sehr gut analysiert haben. Sie haben das vorgetragen, sehr verständlich, und Sie haben auch die Wirtschaftssituation sehr gut analysiert. Bei den Linken war das auch der Fall. Sie sitzen nicht direkt nebeneinander im Reichstag. Jetzt die Frage im Reichstag, glaube ich, oder im Reichsgebäude. Jetzt sind noch irgendwie 600 Abgeordneten drin, und die Mehrheit hat für diesen ESM gestimmt. Sie haben genau sehr präzise vorgetragen, leicht verständlich, wo die Probleme liegen. Wie kann es zu so einer Entscheidung kommen dann noch? Haben wir statt Volksvertreter darin mehr Lobbyvertreter oder sind die Menschen nicht informiert, die dort abstimmen?
Naja, so wie es nicht nur Bürger gibt, gibt es natürlich auch nicht nur Politiker, es gibt häufig und solche. Und es ist natürlich immer schwierig, da so eine Grundrichtung da zu beschreiben. Ich glaube, es ist von allem so ein bisschen. Ja, auf der einen Seite, vielleicht ist der eine nicht umfassend informiert und verlässt sich dann auf seine Fraktionsspitze. Das hat auch was mit unserem demokratischen System zu tun. Wir sind nicht in der Schweiz, wo man einfach abstimmt, wie man will, sondern wir sind in einem parlamentarischen System, wo es Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen gibt und wo die Regierungsfraktionen die Regierung in der Regel stützen. Und wenn sie das nicht tun, dann ist die Regierung zu Ende. Ja? Und das überlegt sich dann natürlich so ein Abgeordneter auch fünfmal, ja? Ob er, wenn er jetzt gerade reingewählt wurde, ob er jetzt schon wieder Neuwahlen haben will. Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche. Und sicherlich gibt es auch die Infiltrierung von außen, will ich auch nicht. Gibt es auch, aber ich stand ja, das ist ja auch so persönlich immer für einen selbst so eine Weichenstellung. Ja? Ich bin jetzt, ich habe mir immer versucht, eine eigene Meinung zu bilden, aber so im Mai 2010 oder im Frühjahr 2010 war das eben schon für mich persönlich auch eine sehr weitreichende Entscheidung, weil mir war natürlich schon klar, dass ich da nicht nur Schulterklopfen kriege in meiner Fraktion. Und so Fraktionen sind ja wie so kleine Unternehmen. Ja? Die sind hierarchisch aufgebaut. Ja, der Wohlverhalten wird da eher belohnt als das andere. Und da war mir natürlich schon klar, wenn ich das nicht mache, wenn ich da jetzt nicht zustimme, dass die jetzt nicht Hurra schreien. Und dann habe ich... Da gibt es ja zwei Möglichkeiten, die man so als Parlamentarier gehen kann. Man kann so heimlich Nein stimmen und so die Karte reinschmeißen und dann schnell rauslaufen und sie verstecken in seinem Büro. Ja, das macht man ja auch. Ich sag mal, das ist jetzt, man macht ja nicht immer die Welle. Ja? Das überlegt sich das ja auch dann. Oder man macht das eben, so wie ich und vielleicht auch andere das gemacht haben, um auch da für seine Meinung zu kämpfen, auch in der eigenen Partei zu kämpfen. Ich hatte dann irgendwann auch einen Mitgliederentscheid angestrengt. Und ich habe das aus mehreren Gründen gemacht, weil ich natürlich auch glaube, dass das einer Partei, die für Marktwirtschaft stehen will, erstmal nicht gut tut, wenn sie die Marktwirtschaft pervertiert. Das wird man ihr nicht honorieren. Ist ja dann auch so passiert. Und das Zweite ist, dass man, wenn das alles so passiert, dass man am Ende ja nicht dem Staat sagt, er hätte das falsch gemacht, sondern das ist ja auch die allgemeine Tendenz, die bösen Banken und wir müssen die besser regulieren und wir müssen da eine Steuer haben und da eine Steuer. Also man macht im Kern... Ja, die Wirtschaft oder die Finanzindustrie oder die Marktwirtschaft dafür verantwortlich. Und dann schadet das eben auch meiner Partei. Aber das wär eigentlich schon genug. Aber ich glaube eben, so wie ich es vorhin am Schluss da beschrieben habe, das ist schlecht für unsere Demokratie. Da gehen wir einen ganz schwierigen Weg. Und man hört ja immer so Anfang des Jahres, jetzt ist die Krise vorbei. Ich sage Ihnen, das dicke Ende kommt noch. Und wir werden noch ganz schwierigen Zeiten entgegengehen. Und dann mache ich mir schon auch so persönlich Sorgen um das, was auch so sein, das eigene Umfeld betrifft, die eigenen Kinder, all das, was man auch so liebenswert um sich herum hat, das macht mir ganz große Sorgen. Und das ist eigentlich das, was mich so antreibt daran. Und da ist mir auch wurscht, ob meine Partei da jetzt andere Auffassung ist. Da versuche ich das auch. Das versuche ich auch zu verändern, auch nach wie vor zu verändern. Da gibt es immer wieder Rückschläge, aber ich glaube, dass das schon eine historische Weichenstellung ist, wie es eigentlich das immer nur alle paar Jahrzehnte vielleicht gibt, auch in der deutschen Geschichte oder grundsätzlich. Wir sind jetzt wieder an einem Wendepunkt auch von so währungspolitischen Fakten, die ja auch immer mit großen Verwerfungen zu tun hatten. Ja, in den 70er Jahren war das eben das Ende des Bretton Woods-Abkommens, was eben auch mit letztendlich durch Kriege verursacht wurde. Ja, der Vietnamkrieg war ja letztendlich die eigentliche Ursache, wieso die Amerikaner ihre Bindung ans Gold aufgeben mussten, weil sie einfach Krieg geführt haben und der einfach zu teuer war. Und davor war es der Zweite Weltkrieg, davor war es die Welt... Da war es die Folge des Ersten Weltkrieges. Also es gibt immer historische Zäsuren in diesem Bereich. Und wir sind jetzt wieder vor so einer Zäsur. Und ich glaube, da muss man
oder das ist zumindest, so verstehe ich zumindest meine Aufgabe. Ich will meine Sicht der Dinge darlegen, nicht weil ich glaube, ich könnte das aufhalten, da bin ich auch realist genug, aber ich glaube, wenn das nicht weitergeht, dann muss es zumindest eine Diskussion anschließend geben, wie es dann besser ist beim nächsten Mal, ja? Dass man nicht die gleichen Fehler nochmal macht. Und ja, das versuche ich halt. Ich bin Katrin Nartsch, ist das Mikro an? Ich bin Wissenschaftsjournalistin und arbeite fürs Fernsehen und bin unter anderem hier, weil ich mir von der Politik dieses Alternativlose nicht mehr weiter sagen lassen möchte und natürlich auch, weil ich über das Versagen des Wirtschaftsjournalismus entgeistert bin. Sie haben hier ein Publikum vor sich, da sind sehr viele rebellische Geister, die nach Alternativen suchen. Deshalb möchte ich gerne nochmal nachfragen bei diesem Thema Parallelwährung. Für mich wäre es sehr wohl denkbar, dass Griechenland eine Parallelwährung bekommen würde und den Euro gleichzeitig behalten könnte. Und ich würde von Ihnen gerne wissen, mit Ihrem Hintergrundwissen, wie die Politik funktioniert, was können wir praktisch am besten tun, damit dieses Thema Parallelwährung bei der Politik überhaupt auf die Agenda kommt. Damit das überhaupt zum Thema wird und damit einfach auch mehr Leute begreifen, dass das die Alternative sein könnte, die dieses Bankenmonopol, dieses Monopol des Geldsystems in Frage stellen könnte. Ja, ich habe auf der Einladung, gesehen, dass Thomas Mayer ja auch hier war oder kommt, ich weiß nicht, ob er schon da war, kommt. Er hatte vor einigen Wochen und Monaten, auch Herr Sinn hat das gemacht, so ein Konzept vorgestellt, wie sich so eine Parallelwährung entwickelt. Das hat er aus historischem Vorbild gemacht. Die Rentenmark in Deutschland in der Phase der Hyperinflation, da war ja auch so eine Parallelwährung, die dann irgendwann eingeführt wurde, die auch mit großem Erfolg dann funktioniert hat. Zumindest vorübergehend mit großem Erfolg funktioniert hat, weil sie Vertrauen geschaffen hat, weil sie eben im Kern eine Warenwährung war. Ist ja letztendlich der Grund und Boden gekoppelt gewesen an die Geldentwicklung. Und sowas halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Das ist ja so das, was ich vorhin mit evolutorischer Entwicklung betrifft. Das ist, sowas können Sie nur sukzessive einführen. Das können Sie nicht über Nacht einführen. Sie können sowas nur einführen über Nacht mit einer Währungsreform. Aber das ist in einem Währungsraum, in dem wir uns jetzt befinden, nicht so einfach möglich. Ja, und ist vielleicht auch nicht so zielführend, sondern entscheidend ist, dass man das so sukzessive schafft. Und dafür ist eben so ein Parallelwährungskonzept richtig. Aber Voraussetzung ist eben, dass man da keine festen Wechselkurse macht. Weil das, es gibt ja historisch verschiedene Versuche von Parallelwährungen. Ja? Die K&K-Monarchie hatte eine Parallelwährung, als sie zusammengebrochen ist, aber hat das mit festen Wechselkursen gemacht. Russland hatte das mit dem Silberrubel auch in der Zarenzeit. Die Volatilitäten dann und die Anpassungsmaßnahmen waren dann immer so groß, dass das eigentlich keine wirkliche Stabilität versprach. Also das heißt, man muss flexible Wechselkurse auch in so einem Parallelwährungssystem haben, dass die Menschen eben von einem ins andere jederzeit wechseln können. Der Thomas Mayer, den Sie im Kopf haben, ist jemand anders als der kommt. Ach, Entschuldigung. Oder schon da ist. Entschuldigung, ganz falschen Namen vergessen. Nur zur Info, wir haben mitgezählt, es gibt 16 Meldungen und 9 Minuten noch. Also, ja, ich fasse mich kürzer, aber vielleicht sagen wir mal einfach nochmal. Entschuldigung. Ich fasse mich ganz kurz. Von denjenigen, die sagen, mehr Europa, wird immer das Beispiel USA angeführt, wo ja auch die Produktivitäten sehr stark auseinandergehen, wenn man die verschiedenen Staaten anschaut. Und trotzdem eben ein Dollar da ist. Also sozusagen, dann wird die Flucht nach vorne gerechtfertigt. Mich würde mal interessieren, was Sie dazu sagen, warum das kein Modell ihrerseits sein kann. Ja, ich halte das
Das will halt keiner. Ja? Das wollen ein paar Eliten in Europa, aber fragen Sie mal einen Franzosen, ob der Vereinigte Staat von Europa will. Das wollen die nicht. Also es muss auch erstmal ein Glauben daran geben. Und ich habe ja die Probleme der Institutionen in Europa beschrieben. Ja, wir sollten auch nicht das amerikanische Modell kopieren. Das ist vielleicht auch zu einfach. Ja? Uns unterscheiden. Ich finde, der Kerngedanke Europas sind eigentlich die vier Grundfreiheiten, und die sollten wir hegen und pflegen und ausbauen. Ja? Dass wir studieren können, wo wir wollen, dass wir reisen können, wohin wir wollen, dass wir arbeiten können, wo wir wollen, dass wir ja, als Unternehmen auch investieren können, wohin wir wollen. Und das finde ich eine zutiefst liberale Initiative gewesen. Das andere ist ein zentralistisches Projekt, das jetzt geschaffen wurde und das jetzt mühsam korrigiert werden muss. Das ist immer so, wenn zentral geplant wird, werden zentral Fehler gemacht. Und diese Fehler, die werden dann auch zentral korrigiert. Ja? Wenn einem Europa der Grundfreiheiten jemand Fehler macht, ja, dann müssen die zwei, oder je nachdem, wer das macht, muss das dann korrigieren. Aber alle anderen sind nicht betroffen. Das heißt, es führt aus meiner Sicht zu wesentlich besseren Ergebnissen am Ende auch. Und deshalb meine ich, ist dieses Projekt dieser Vereinigten Staaten von Europa, das halte ich für völlig falsch. Und also ich will auch nicht in die Nationalstaatlichkeit zurück, nicht, dass Sie mich da falsch verstehen. Aber ich glaube, wir sollten diese Nationalstaatlichkeit, die wir haben, jetzt nicht in einen neuen Traum einer europäischen Nationalstaatlichkeit übertragen. Ja? Also die europäische Supermacht, das ist für mich ein Horrorszenario. Ja? Stellen Sie mal vor, wo unsere Bundeswehr heutzutage überall unterwegs ist. Ja, was passiert denn, wenn wir eine europäische Supermacht haben? Dann werden wir noch mehr interventionistisch unterwegs sein auf dieser Welt. Ja? Nicht nur in Mali, sondern dann, was weiß ich, auf dieser Welt. Also das halte ich für einen völlig falschen Ansatz. Und nicht die Größe ist das Entscheidende, sondern ich bin eher ein Freund der Kleinteiligkeit. Herr Schäffler, Ihr Ansatz ist immer nur Verteidigung. Nämlich, das Zinssystem ist die Ursache der Inflationierung, denn die Zinsen sind nicht beteiligt an der Produktion als Kosten, sondern nur im Sinne des Dienstes von Kapital. Dieses Kapital fällt aber aus dem Geldkreislauf heraus, weil es entzogen wird. Und damit wird eine negative Wirkung in der Gesamtwirtschaft erreicht. Ein Beispiel ist, wie Amerika mit dem New Deal Anfang der 30er Jahre für anderthalb Jahrzehnte aus der Krise, Erster Weltkrieg und der Inflationierung dann, herauszukommen. Es ist vergessen, dass das mit Steuersätzen gemacht worden sind, die einem FDP-Mann wie Horrorszenen vorkommen. Nämlich Einkommensteuer bis 80%, Vermögensteuer bis 90%, Erbschaftssteuer weit über 50%. Ich hoffe nicht nur am FDP-Mann. Also. Ja, natürlich, weil Sie ja nach wie vor ganz explizit den Zins verteidigen, aber das Zinssystem ist es, das langfristig das ökonomische System kaputt macht. Weil es nämlich nicht effektiv als Produktivkraft beteiligt ist an der Wertschöpfung. Ja, ich bin kein Verteidiger des New Deals. Ich halte den New Deal für eine große Katastrophe, der letztendlich zu den Folgen beigetragen hat, die wir wenige Jahre später erlebt haben. Also war nicht ursächlich, aber das war Teil dieser Gigantonomie, die weltweit stattgefunden hat und die
naja, die auch die Marktwirtschaft pervertiert haben. Der, ja, hat den Protektionismus, er hat die Steuern erhöht, wie sie beschrieben haben, er hat Protektionismus eingeführt, all das, was man nicht machen sollte. Und deshalb glaube ich, ist das nicht das, was Sie zum Zins gesagt haben. Ja, was heißt denn das jetzt im Umkehrschluss, jetzt was Sie gesagt haben? Heißt das, Sie wollen den Zins verbieten? Sie wollen? Nein. Ja, nee, also ich, das ist so das, was ich jetzt gegenfragen würde. Also ich habe beschrieben, was der Zins aus meiner Sicht für eine Funktion hat, dass er eben die Funktion hat, dass er eine Zeitpräferenzrate ist für das, dass ich nicht heute konsumieren will, nicht heute investieren will, sondern... Angebot und Nachfrage regeln den Preis, auch beim Zins. Ja, absolut. Da bin ich ja dann wieder fast bei Ihnen. Jetzt ist die Frage, was ist die Konsequenz aus Ihrem Handeln? Was heißt das? Gegenfrage. Das erleben wir ja im Moment. Es ist 6-mal so viel Finanzkapital da, ja, als die Kurzwirtschaft. Nein. Jetzt will ich Sie da nicht rauslassen. Was heißt das jetzt für einen Zins? Wollen Sie, dass der Zins abgeschafft wird, dass es keinen mehr gibt? Nein, oder? Wir sind ja nahe 0% mit dem Zins. Ja. Was heißt das jetzt? Sie hoffen, dass wieder die Zinsrate steigt. Ach so, Sie wollen, dass das dauerhaft so niedrig bleibt. Ja. Ach so, jetzt verstehe ich es. Also, das halte ich für eine Katastrophe. Also, weil das die Ursache der Krise ist. Nein, das ist nicht die Ursache. Das ist nicht die Ursache. Ja, gut. Das ist aber unterschiedliche Auffassung. Also, ich glaube, das ist die Ursache. Weil, das führt zu, letztendlich zur Fehllenkung von Kapital. Das führt zu Blasen. Und das führt am Ende dazu, dass diese Blasen, wenn sie erkannt werden, dass sie Blasen sind, sich korrigieren, ja, und dann das System ein Stück weit zusammenbricht. Ja, ja, das System so an sich bricht wegen mangelnden Zins nicht zusammen, sondern bestenfalls der Besitztitel am Finanzkapital. Naja, aber trotz allem führt das zu der Verstärkung, die ich am Anfang beschrieben habe, dass die das Geld zuerst verteilen, die das zuerst in der Hand haben, dass die überproportional davon profitieren. Und die Rentner, die am Ende davon abhängig sind, dass der Staat die Renten entsprechend erhöht, ja, die sind ganz am Ende in der Kette. Ja, also es führt zu einer gigantischen Umverteilung in unserer Marktwirtschaft. Das führt dazu, dass die sie an sich kritisieren, dass sie noch mehr davon profitieren. Ja, und das halte ich für völlig falsch. Also es führt zu einer Verschiebung innerhalb eines Wirtschaftssystems, ja, dass die es verteilen, besonders davon profitieren. Vielleicht bevor ich jetzt weitergebe. Richard Infantino heißt der das erfunden hat, untersucht hat. Wir fangen hier tolle Sachen an, nämlich in den Diskurs zu gehen, öffnen uns dem Gespräch. Also ich verstehe, dass auf unterschiedlichen Seiten die Emotionen so hochkochen. Und ich finde es auch schön, dass alle so ruhig bleiben. Ich finde es auch mal spannend. Das wünschen wir uns doch schon so lange. Sie hatten eben gesagt, dass im Grunde das System sich immer dadurch wieder in Ordnung bringt, dass es Zusammenbrüche auf kleineren Ebenen gibt. Und Sie haben gesagt, es gab doch immer schon Währungszusammenbrüche. Nee, das meinte ich nicht damit. Bankrotte, doch, aber Sie haben ja gesagt, zum Beispiel, es gab Bankrotte in Argentinien, in Russland, ja, und so weiter. Und Sie haben dann gesagt, die Welt ist nicht untergegangen. Stimmt. Ja. Die große Welt ist nicht untergegangen, aber die kleine ist dann schon für viele Leute untergegangen. Nämlich zum Beispiel in Argentinien sind dann die Frauen auf die Straße gegangen, weil die mit den Kochtöpfen, weil die eben leer waren und sich nur noch dazu eigneten, Krach zu machen. Und deswegen frage ich, Sie haben gesagt, wir haben Institutionen, die das regeln, die haben das damals nicht geregelt, das ist der Pariser Club. Ja. Und die haben geregelt, haben da ein neoliberales Programm den Entwicklungsländern aufgezwungen und dann gab es den Zusammenbruch. Und ich frage mich, ist jetzt der Unterschied zu Griechenland und Spanien und Italien und so weiter nicht im Grunde nur der, dass die Länder weiter von uns weg sind? Dass es eben die anderen sind, die zusammengebrochen sind. Und ja, das meine ich. Ich will mich hier nicht falsch verstanden wissen. Das ist natürlich für die Menschen eine Katastrophe. Ja? Also eine Währungsreform heißt immer, dass alle ihr Geld verlieren. Ja, das ist die Konsequenz. Das ist eine Katastrophe, aber die will ich ja gerade nicht.
Ja, das Problem ist nur, dass die Katastrophe schon eingetreten ist und dass es jetzt nur die Möglichkeit gibt, die Katastrophe noch größer zu machen oder sie zuzulassen. Ja, ich habe das Beispiel Island vorher genannt, ist auch schlimm gewesen für die Menschen, die haben auch viel Geld verloren, aber inzwischen sind sie wieder auf dem Pfad, wo es nach oben geht. Und aber die haben eben einen anderen Weg gewählt, die haben ihre Gläubiger haften lassen. Und das machen wir jetzt hier nicht, sondern wir pumpen immer mehr Geld ins System und retten immer noch mehr und gefährden uns alle damit. Ja? Eben nicht nur die Griechen, wo es schon schlimm genug ist, sondern wir gefährden jetzt letztendlich halb Europa damit oder ganz Europa. Und das halte ich für problematisch. Ich habe nur mit den Krisen, mit Pariser Club und Londoner Club, das ist keine perfekte Lösung, das weiß ich, aber weil ja viele sagen, wir haben keine funktionierende Insolvenzordnung und so, das muss man jetzt schaffen und so weiter. Ja, wieso gibt es die nicht? Ja, weil es eben auch nicht so einfach ist. Wenn hier ein Unternehmen pleite geht, wenn einer Insolvenzverschleppung macht, dann wird er vor das Gericht gezerrt und im Zweifel eingesperrt. Das können wir in Europa nicht machen. Ja? Also das sind souveräne Staaten, die wählen die Regierung, die sie haben wollen. Das heißt, es gibt keinen Insolvenzrichter auf europäischer Ebene. Und wenn es ihn gäbe, hätte der relativ wenig Macht, weil er das nicht durchsetzen kann. Ja, weil die Griechen und die Italiener die wählen, die sie haben wollen. Und das unterscheidet eben eine staatliche Insolvenz von einer privaten Insolvenz. Bei einer privaten Insolvenz verschwindet das Unternehmen gegebenenfalls. Bei einer staatlichen Insolvenz gibt es das Land nach der Insolvenz immer noch. Die fangen halt bei Null wieder an. Oder nicht ganz bei Null vielleicht. Ja, das ist der Unterschied. Und deshalb glaube ich, will ich das gar nicht kleinreden, nur man sollte jetzt nicht glauben, indem man das jetzt alles sozialisiert, dass es dadurch gelöst ist. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Und ich wollte nur sagen, dass es noch eine dritte Lösung geben muss, dass nur zu sagen, wir haben Zusammenbrüche auf kleinerer Ebene nicht ausreicht. Und es gibt ja die Alassia-Kampagne, die seit Jahren eben für die Einrichtung eines Insolvenzverfahrens kämpft. Kenne ich jetzt, Entschuldigung, da bin ich jetzt ein bisschen weit weg, wahrscheinlich kenne ich nicht, aber ich weiß, dass die UNO ja schon seit vielen, vielen Jahren versucht, da ein Insolvenzrecht zu machen. Das ist bisher immer gescheitert, im Wesentlichen an diesem Grund, den ich vorhin genannt habe. Und zum Beispiel, dass staatliche Insolvenzen es in der Geschichte von Schande immer gegeben hat. Nichts Besonderes. Ja. Es gehört eben leider zu, dass es Regierungen auf dieser Welt gibt, die unsolide Wirtschaft und die das Geld mit vollen Händen ausgeben und irgendwann ist es halt dann zu Ende. Und dann müssen leider alle, die ganze Bevölkerung dafür haften. Ja. Das ist schlimm, aber das gehört eben auch zur starken Geschichte dazu. Ein Stück weit. Ja. Da wir jetzt sehr weit in der Zeit fortgeschritten sind, ein Vorschlag zum Verfahren. Es gibt jetzt über 20 Meldungen. Ich würde die gerne abarbeiten. Herr Schäffler, würden Sie nochmal kommen zu uns bei der nächsten Konferenz und wir streiten weiter? Ja, genau. Ich finde das ganz anregend. Ja. Ich werde die Mittagspause gleich mit Herrn Schäffler nutzen und wir können mit Regionalgeld mal Kaffee trinken gehen. Und die zwei weiteren Informationen, die nächsten Slots sind der Zukunftsforscher Andreas Steine, dann haben wir Thomas Meyer und Professor Max Otte ab 13 Uhr. Und mittlerweile haben wir so eine Geschichte hier in Köthen, das wisst ihr vielleicht gar nicht, vor wenigen Wochen gab es einen Zeitungsartikel, dass die Köthner keine Bücher mehr kaufen können, weil der Thalia hier schließt. Was die Zeitung nicht wusste, ist, wir haben zwei tolle regionale